Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunum Gaming und heute spielen wir mal wieder eine Runde Emergency Hamburg, aber mit einem Glücksrad. Was macht das Glücksrad? Das Glücksrad entscheidet, was wir ausrauben. Und dazu würde ich sagen, drehen wir jetzt einmal das, indem wir hier mal kurz draufdrücken und wir drehen. Und was müssen wir machen? Den Containerraub, den müssen wir jetzt machen. Okay, Containerraub. Gut, dann machen wir das ja mal weg. So. Das heißt, wir gehen jetzt hin und holen uns erstmal tatsächlich. Ich glaube, wir brauchen wir dazu eigentlich. Ich weiß gar nicht, was wir dazu brauchen. Sag mal, warum ist das hier alles so leise? Okay. Gut, wir gehen erstmal tanken. So. Weil wir haben nur noch 8,1 Liter hier tatsächlich drin. So. Ich hoffe mal auch, dass tatsächlich gar keiner jetzt irgendwie diesen Containerraub gemacht hat. So. Nimm vorsichtshalber mal ein bisschen tatsächlich kriminelle Dinge mit. Wir haben sogar eine MP5 dabei. Das ist doch prima. So. Wir holen hier mal kurz. 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht, wie viele Bomben ich jetzt habe. 5. Ja, passt perfekt. Gut. Auf zum LKW-Firma. So. Fahren wir jetzt mal eben das hier ausrauben. Und das Glücksrad hat es ja leider tatsächlich bestimmt. Ich wollte eigentlich irgendwie so Bank. Nee, Bankraub. Ich wollte eigentlich so Bankraub oder Dingsbums machen. Hier. Tankstellenraub. Juwelierraub, meine ich. Aber leider geht das nicht. Das Auto wird noch mehr Schrott. So. Fahren wir doch mal hier hoch. Ey, diese blöde rote Ampel. Komm, wir brennen jetzt drüber. Da ist ein Feuerwehreinsatz. Ach nee, hier müssen wir ja gar nicht rein. Boah, ganz verwirrt schon wieder hier. So, fahren wir mit dem Porsche erstmal schön rückwärts. So, wir fahren mal geradeaus, weil da kommt man irgendwie nicht hin. So. Gut. Da sind sogar welche. Ich hoffe mal, ich kann die jetzt tatsächlich ausrauben, ohne dass das hier eine Gang ist oder sowas. Weiß ich, was das sein soll. Nö. Ist tatsächlich ausgeraubt worden. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns kurz in einem anderen Server, wo wir das sehen können, ob das hier ausgeraubt wurde. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder da, in der Hoffnung, dass wir jetzt das tatsächlich ausrauben können. Wir haben leider noch nie dieses hier ausgeraubt, tatsächlich. Also ich habe wirklich noch nie das hier ausgeraubt. So. Ne, ich glaube, man muss es echt tatsächlich mit der Bombe aufmachen, ne? Ah, hier. Ey, ich habe echt keine Ahnung, wie das aufgeht. Ich mache das jetzt hier erstmal kurz mit der Bombe. Bombe zu. Ne, so funktioniert es nicht. Gut. Wie macht man es dann auf? Hä? Ich check nicht, wie man das auch macht. Nee, so macht man es nicht auf. Wie macht man die Kacke denn auf? Aua. Ups. Ich habe mich gerade, glaube ich, doppelt gehört. Ey, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mal weiß, wie das hier aufgeht, ja. Okay, Leute, ich war tatsächlich einfach nur ein bisschen dumm, das zu öffnen. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. Ja. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich auf einem neuen Server bin, weil jetzt funktioniert es mal wieder nicht. So, da bin ich wieder. Ich hoffe mal, jetzt geht es auf.
Wir platzieren das mal hier. Ja, perfekt. Wir holen uns hier die Kekse. Und rauben hier mal alles aus. So. Bam, bam, bam. Hier noch ein bisschen Knete natürlich. Die darf natürlich auch nicht fehlen. So. Bam. Haben wir hier alles? Ja. Okay. Gut. Ich glaube, das andere. Haben wir noch eine Bombe? Ja, wir hätten noch eine Bombe. Haben wir hier noch mehr Container als ein? Oh. Ach so, ja, hier. Den habe ich gerade probiert aufzumachen. Aber ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Also, wenn hier Bretter vor sind, dann wurde der Container praktisch schon vorher einmal gedingst. Das heißt, wir haben unsere Aufgabe jetzt erfüllt. Wir können jetzt hier schön abhauen, bevor die Polizei kommt. Und wir fahren jetzt weg. Und drehen dann gleich nochmal am Rad. Wir fahren hier mal kurz einmal nach hinten, so, dass wir auch wirklich sicher sind. So. So, dann warten wir hier mal kurz. Und in der Zeit drehen wir am Rad. So, ich hoffe mal, hier ist jetzt keine Werbung. So, schließen. Wir drehen nochmal. Was kriegen wir jetzt? Jetzt kriegen wir den Bankraub. Okay. Das heißt, da brauchen wir auch wieder eine Bombe für. Bankraub haben wir. Alles klar. Einmal weg damit. So, wir fahren auch direkt dahin. So, aua. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim Bankraub bei der Bank bin. Ich bin jetzt tatsächlich bei der Bank, allerdings ist es, glaube ich, nicht so schlau, das jetzt hier auszurauben. Weil tatsächlich hier irgendwie Polizei kommt. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir das nicht. Aber wir können auch ein bisschen Waffen-Action machen. Ich glaube, das machen wir auch. Komm, wir machen Waffen-Action. So, wir gehen jetzt hier rein. So. Zack. Oh, perfekt, geht nicht. Warum geht das denn nicht? Ist das leer oder was? Warte, vielleicht kriegt der das hin. Ich glaube, das ist. Ah, hier ist rot irgendwie. Habe ich das fein spaziert? Kann das sein? Okay, egal. Was wir hier schon alles gemacht haben, ey. Könnten natürlich jetzt hier auch ein bisschen campen. Ich würde sagen, wir drehen noch einmal am Rad. Und dann, ja, wir drehen noch einmal am Rad. So, gut. Wir drehen wieder am Rad in der Hoffnung, dass wir jetzt irgendwie zwei irgendwas von den beiden nehmen. Ja, Juwelierraub. Okay. Ist auch nicht so schlimm, weil wir sind tatsächlich beim Juwelier. Gut, wir entfernen das einmal. Dann hätten wir jetzt eigentlich noch tatsächlich Tankstellenraub. Vielleicht machen wir das auch noch. So, wir fahren jetzt erstmal zum Juwelier. Ich habe aber allerdings gesehen, dass da auf jeden Fall ein Polizist hingefahren ist. Das heißt, es könnte schwierig werden, hier tatsächlich ein bisschen auszuprobieren. Man sieht auch, hier sind sehr viele Polizisten. Wir könnten es natürlich probieren, tatsächlich irgendwie das auszurauben. Okay, gut, die fahren gerade weg. Bleibt mal hier kurz ein bisschen stehen. Vielleicht ist er jetzt weggefahren. Keine Ahnung. Wir rauben jetzt schnell aus. So, gut. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich würde erstmal sagen, wir fahren hier mal kurz weg.
Warte, ich würde mal sagen, wir fahren in der Zeit kurz einen Tankstellen ausrauben, weil das ist ja auch noch irgendwie so auf dem Glücksrad. So. Gucken wir nochmal, ob die Tankstelle hier überhaupt gedingst ist. Na gut, ich glaube, die Tankstelle ist nicht frei. Wir gehen mal kurz weiter. Boah. So. Wir fahren mal kurz eben zur anderen Tankstelle. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So. Wir können jetzt einmal die Tankstelle hier ausrauben. So. Ey. So. Tankstelle gehört nämlich auch ein bisschen dazu. Perfekt, wir haben alles. So, jetzt können wir noch mal kurz zum Juwelier fahren. So. Wird da jetzt nicht unbedingt durchfahren, tatsächlich. Weil der könnte auch sehr schnell die Dinger da platzieren. So, wir fahren jetzt mal hier kurz zum Juwelier. Nein! Ach komm her, Leute. Okay, ich würde sagen, damit ist dieser oder dieses Video tatsächlich auch beendet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ja. Haut rein, Leute. Achso, aktiviert die Glocke. Joint meinen Discord-Server, das würde mich sehr freuen. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein. Euer Sando. Ciao, ciao.